Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. Ich werde jetzt nicht nochmal den Krieger nehmen. Ich glaube, ich nehme dann erstmal wen anders. Und ja, der war jetzt halt auch ein Nahkämpfer. Ich würde gern sagen, wir nehmen dann erstmal wieder... Ja, Sorcerer will ich jetzt auch nicht nehmen. Dann nehmen wir vielleicht doch mal hier den Ranger, oder? Ich bin halt immer sehr dankbar dafür, wenn mir irgendwer sagt, okay, nimm mal das und das oder das und das, weil dann muss ich mich selbst nicht entscheiden. Ich mag das halt, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Nein, nein, so war das jetzt nicht gemeint. Okay, Ranger. Find an additional random consumable. Okay, ja, also was machen wir da? Auf jeden Fall Dex nach Möglichkeit. Wenn es denn möglich ist. Ansonsten ist das wieder die Sache mit dem, nein, nicht Cinder, auch nicht Unlock, sondern, ach, ich klicke schon wieder hier. Fängt schon gut an. Zelt oder kein Zelt? Ich nehme den Ring. Ich nehme den Ring. Ja, nehmen wir den Ring und dann playen wir mal eine Runde. Ich muss gerade noch mal schauen. Bei dir war das mit Attack Speed. Das war das. Evade ist halt so eine super Sache. Int ist jetzt nicht so eine super Sache, aber hey. Ne, aber Int ist halt gar keine Sache, sagen wir mal so. Vielleicht läuft das diesmal ein bisschen besser. Stärke ist halt... kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Ich nehme jetzt trotzdem mal Stärke. So ein bisschen Stärke noch oben drauf. Ich würde schon primär gern auf Dex gehen. So, Schlüssel oder Bomben. Dann nehmen wir natürlich erstmal einen Schlüssel. Die Waffe ist halt super am Anfang. Das heißt Anfang, nicht anfangen. Ja, es kann nur gut werden. So, Stärke nehmen wir noch. Muss mich ein bisschen beeilen, mehr oder weniger. Darf mir nicht so lange Zeit lassen oder das Video darf nicht so lange werden, sonst wird das ein bisschen schwierig, das rechtzeitig hochzuladen. Critical Hit Multiplier. Gut, wir haben jetzt nicht so viel Crit. Das ist halt, Rampage ist jetzt auch nicht so toll. Das ist halt das Problem mit Critical Hit Multiplier. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt noch Crit bekommen könnte. Wenn, wäre es super. Wir haben standardmäßig halt auch nicht so viel. Also, ich würde fast sagen, ich mache jetzt hier einmal das. Attack Speed wäre ganz okay. Ignore Pain wäre jetzt... Ja, wäre ein bisschen viel erstmal für die Defensive. Beef? Nee, dann nehmen wir... Ich glaube, Attack Speed ist jetzt nicht so verkehrt. Wobei Attack Speed bekommt man halt auch über andere Sachen. Über Schreine und so, aber... Da war ich echt ein bisschen langsam gerade. Das lässt nichts Gutes vermuten. Ja, ich will nicht Gold. Nicht hier am Anfang. Das ist halt... Nee. Ich nehme Gold ja auch primär in der Regel für, um Waffen aufzuwerten. In erster Linie. Und das ist halt... Ja gut. In dem Fall nehme ich Gold. So. Random Ranged Weapon. Oder... Ist aber Attack Speed, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Wir könnten da halt auch irgendeinen Müll bekommen. Random Range Weapon ist jetzt gar nicht mal so blöd. Ja, mach hinne. Oh Wunder, das war überhaupt kein Problem. Superior Storm Cloud. Okay,
plus 5% Damage, 5% APS, Lightning Strikes on Hit. Das ist ja mal Range von 160. Das ist natürlich dann noch ein Red Dice obendrauf. Okay, ja, nehme ich, definitiv. Warum nicht? So, der Würfel ist jetzt auch nicht verkehrt. Den hebe ich mir, glaube ich, dann erstmal für den nächsten Bossraum auf oder generell für Bossräume, wenn es da irgendwie nur Sachen gibt, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich glaube, das ist dann auch der beste Zeitpunkt, immer die zu benutzen. Random Infusion Item. Random Dice brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nehmen wir Infusion und heben wir uns die mal auf. Feuer wäre schon mal ganz nett. So, Warrior Stash ist keine Option. Ist schon nett. Gold oder ein Container. Ein Container. Containern wir mal eine Runde. Nein, nehmen wir mal hier die Chest. Weil Gold will ich jetzt am Anfang nie so oft nehmen. Gut, wir haben jetzt hier nur einen Schlüssel gehabt. Bubblewand. Nee, ja gut, dann haben wir den Schlüssel jetzt quasi weggeworfen. Stärke. Random Die. Ja, nix Stärke. Dann haben wir jetzt noch so einen Würfel. Von mir aus. Potion. Random Consumable. Ja, Potion brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Machen wir das mal lieber so. Also der Bogen ist schon richtig nett für den Anfang. Random Shrine Effekt. Was gab das jetzt? Power Shrine. Ja, das ist doch super. Will ich jetzt nach Waffen gucken oder nach dem Schlüssel? Wenn wir schon Armory hier kriegen, die gibt es ja halt auch nicht so oft. Gucken wir mal. Helix Bow. Okay, Morningstar mit Bleed. Ja, dann nehmen wir halt den Bobo. Ach, das ist der Bobo. Ist jetzt aber erstmal nicht so interessant. Stormcloud ist mir dann doch wesentlich lieber. Hat zwar ein bisschen weniger APS für einen Moment, aber und weniger Reichweite, aber 160 ist halt schon mehr als genug. So, ein Shop oder Bomben? Dann gucken wir mal einen Shop vielleicht. Bow Damage. Oh ja, das wäre doch auch ganz nett. Da müsste ich aber auf jeden Fall bei Bows bleiben. Schuhe. Armor. Okay, ist jetzt nicht so verkehrt. Nehmen wir das mal mit. Nehmen wir die mal mit. War ja alles recht günstig. Und dann, wie machen wir das? Stärke oder Schlüssel? Ich würde sagen, wir nehmen Stärke mit. Random Range Weapon würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Vielleicht können wir hier noch den Ring austauschen. Wir haben jetzt aber noch nicht so viele Herzen. Die würde ich mir dann auf jeden Fall erstmal aufheben. Wenn das halt irgendwie was Vernünftiges sein sollte. Sie schmilzt dahin. Wir sind so bezaubernd, sie schmilzt dahin. Aber nicht sowas von geschmolzen. Red Dice. Nochmal eine Red Dice. Okay. Plus 20. Ja, super. Okay. Also brauchen wir das eher nicht. Nein, toll, jetzt habe ich das Herz auch verloren. Für die 20 Range Damage, nein. War jetzt super. Dex. Schlüssel werden wir wohl öfter. Schlüssel sind schon, das ist halt alles sehr subjektiv, ne? Aber ich sag mal, Schlüssel sind, sieht man öfter als so Stats-Upgrades generell. Lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster. So, nehmen wir Gold. Ja, den Bogen würde ich dann schon gerne aufwerten. Wenn wir den am Ende nur nehmen, um irgendwie
ja, gegen normale Gegner. So, Taverne, nein, dann nehmen wir nochmal mehr Bomben. Brains, ja, Stash ist halt, ne? Ich könnte natürlich jetzt schon mal so einen Würfel nehmen. Ich will halt keine Seelen. Nein, dann nehmen wir hier Dex, ist auf jeden Fall besser. Ich will jetzt nicht ein ganzes Inventar voll Würfel haben. Noch ein Shop. Oder ein, nee, ich nehme jetzt mal einen Schlüssel. Jetzt nehmen wir mal einen Schlüssel. Na komm. Ist es wirklich so, dass die Pflanzen immer am weitesten Punkt von einem weg dann wieder auftauchen? So kommt es mir halt vor. Ich würde gern schon so 10 Stärke dann für ein Herz mehr haben. Dann nehmen wir das mal. Gegen die Bienen ist halt der Bogen auch super. Generell gegen alles, was auf einen zukommt direkt. So, mehr Decks. Ja, das ist halt super. Gegen die Bienen. Und Lightning-Effekt noch oben drauf. Intuition. Oh ja, das wäre natürlich auch sehr nett. Tipsiness. Ich nehme Intuition. Nehmen wir das. Gut. So. Gold, 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 Gold. Ja. Alles bitte einschmelzen. Stärke. Gut, ich versuche erstmal so auf 10 Stärke zu kommen und dann. Der Rest ist dann quasi Bonus. Ha, Random Range Weapon mal wieder. Oder viel Gold. Oder wir gucken nochmal. All Stats. Ist jetzt erstmal nicht so verkehrt. Bei dem Bogen kann man sich auch wieder mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Weil man damit halt auch nicht wirklich zielen muss. Zumindest ein bisschen trifft man immer. Wow. Stirb! Gut. Okay. Beef, Beef, Beef. Wir haben 7. Ja, Random Consumable. Wenn das nicht irgendwie Potions oder was anderes sein können, Infusions, dann mag ich. Das ist halt das, was ich am wenigsten nehmen würde. Blood Chest. Ja, könnte uns Attack Speed geben. Ich nehme das mal. Und ja, genau. Brauche ich absolut nicht. Also bei diesen Gräbern muss man halt auch nur in Bewegung bleiben. So ein Schreien könnte uns noch mehr Attack Speed geben. Und Movement Speed. Okay, noch eine Blood Chest. Möchte ich das? Man darf da halt auch nicht zu gierig werden, ne? Also, ich nehme mal Armory, komm. Was haben wir hier noch? Winged Bow. Range von 100. Das ist halt. Das ist alles nicht so.
Nicht so dolle. Ich würde gern schon beim Bogen bleiben. Ach, das war das Ding. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber wir bleiben erstmal bei dem hier. So, Dex nehmen wir. Close Combat will ich jetzt nicht um... Ach, Ballistics. Ja. Ballistics ist schon eine super Sache, wenn wir auch noch mehr Attack Speed kriegen können. Ich nehme mal Ballistics. Soulheart oder Blacksmith. Nehmen wir Blacksmith. Dann können wir direkt hier... zweimal... das Ding upgraden. Und dann bis 511. Ja... jetzt noch mehr Attack Speed obendrauf. Das könnte halt schon echt nett werden. Gut, dass ich bisher nicht den Quick Multiplier genommen habe. Shop. Wir haben nur noch 12, deswegen ist das jetzt mal gar keine Option. Potions, Health und Endurance. Das sind halt alles Sachen, die nicht mehr aufheben. Random Ranged Weapon brauchen wir jetzt nicht, aber wir haben halt auch keinen Würfel mehr dafür. Deswegen Seelen will ich aber auch nicht. Dann gucken wir halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Wow. Ich wollte da eigentlich noch so durchdashen, aber das war zum Glück nicht nötig. Crit, okay. Ja, Chill ist jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt. Also, Komm, ich schmeiß mir jetzt hier mal Crit rein. Wir haben eh nicht so viel Crit, dann... Ha, hat halt... das hat halt Chill. Und hier haben wir Lightning. Ich glaube, ich soll schon so ein paar unterschiedliche Elemente haben. Hat auch A, ist jetzt nicht so verkehrt. Und ja, ich glaube, er hat halt Reload, aber was soll's. Crossbow. Okay. Was ich auf jeden Fall nicht haben will, ist eine Sniper. Random Potion oder noch was. Ich brauche keine Potion, ganz ehrlich. So, mit mehr Refire Chance hätte ich gern mehr Attack Speed. Ein Schlüssel. Ja gut, das war quasi ein Tausch. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal einen Schlüssel. Also 2, 3 würde ich doch gerne immer dabei haben. Wenn es denn geht. Alchemy Stash. Multiple Potions. Nein. Ich nix Potions. Ja. So. Was gibt's hier? Mana. Ja. Mana, ne? Nein. Random Consumable. Bomben haben wir noch genug. Nehmen wir mal das. Also 6 Bomben sind halt echt schon... Mehr brauche ich eigentlich erstmal nicht, würde ich sagen. Stamina brauchen wir jetzt aber auch nicht. Wenn wir eh auf Dex gehen, dann kann ich das auch links liegen lassen. Da haben wir nochmal Stärke. Schlüssel, okay. Machen wir das mal so. Für den Moment. Diese grünen Dinger sind halt echt schon ganz schön nervig. So, mehr Schlüssel. So, 3.
sind schon ganz okay. Mehr Stärke, dann haben wir 10. Das ist ein bisschen blöd, wenn die Gegner zu weit weg sind und nicht so groß sind. So, dann haben wir jetzt auch 4 Herzen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. 6 Bomben haben wir noch. Da haben wir so eine goldene Truhe. Ich heb mir, glaube ich, die Schlüssel jetzt auch für andere Truhen. Toll. Lightning Infusion. Ja, ist toll. Ich glaube, ich schmeiß mal den Bogen raus. Dann machen wir das so. Dann haben wir 12 Gold. Dann ist der Shop halt auch keine Option. Da kriegen wir sogar 2 Soul Hearts. Sind wir da doch erstmal ganz gut gerüstet. So. Ja, ein bisschen Armor noch oben drauf. Und was das jetzt hier wieder angeht... Ich hätte natürlich gern direkt mehr Decks. Könnten es im Prinzip aber auch hiermit erstmal probieren. Ja, gut, machen wir das so. Hallo! Ich muss halt schon so ein bisschen an denen dran sein. Also. Dann mache ich halt wirklich Unmengen an Schaden. Und durch Lightning ist es halt dann noch mehr. Ja. Na komm schon. Ja, die blitzen wir einfach weg. Das wäre halt sehr nett. Area of Effect Radius. Das brauchen wir damit aber auch nicht. Armor Repair wäre halt schon... nicht so verkehrt. Vielleicht. Aber ist es jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, wir landen dann eh noch mal beim Blacksmith. Deswegen, das war jetzt alles nicht so dolle. Glaube ich. Wenn ich falsch liegen sollte, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Hier kriegen wir 3 Decks. Dann nehme ich natürlich 3 Decks. Das ist ja keine Frage. Das war ein bisschen ungünstig. Gut, das ist keine Option da, das kostet nur wieder zu viel. Wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Gold. Komm her, bleib hier. So, das ist auf jeden Fall bei denen hier besser. Dank der Reichweite. Wenn da auch noch ein paar rumschwirren, können wir direkt mehrere auf einmal treffen. Das ist doch schon mal super. So, Alchemy Stash. Das Problem daran ist jetzt, ich will davon eigentlich gar nichts... Ich will mir die Sachen eigentlich aufheben. Ich könnte vielleicht mal so einen Würfel wegschmeißen, aber das ist halt... Da ist gerade sehr oft die Feier getriggert worden. Shop. Die Shop. Schlüssel. Schlüssel, Gold oder wir haben noch 4 Bomben, aber es werden langsam weniger. Ich würde aber trotzdem sagen, wir nehmen erstmal hier das bisschen Gold. Sind wir wieder bei 41, Int brauchen wir halt gar nicht. Dann machen wir hier mit der Truhe mal weiter. Jetzt wäre es so cool, wenn ich halt diese Sache mit Permanent Infusion Effekt oder Tränke bekomme, aber jetzt kriege ich das halt gar nicht. Magic? Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Magic, Magic, Magic. Ich sehe nur Magic.
Also auf Distanz. Ich könnte dann halt auch hier drauf wechseln. Oder, nee. Ich könnte hier drauf wechseln. Das wäre dann, glaube ich, besser. Wenn die weiter weg sind. Jetzt muss ich mir halt echt noch angewöhnen, öfter mal Waffen zu wechseln. Das mache ich immer noch viel zu wenig. So, Blacksmith. Ja. So, Upgrade. Und die Frage ist jetzt, ich glaube, ich nehme dann erstmal... Gut, du machst halt mehr Schaden. Schill ist ja schon nett, aber ich glaube, ich nehme dann erstmal den Winkbow. Werte den noch auf. Oder ich spare mir jetzt erstmal noch das Gold. Ich glaube, ich spare. Ich habe jetzt eh nur noch so wenig. Dann machen wir das erstmal so. All Stats. Offhand-Item. Mit dem Offhand-Item bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es gibt halt so viele Sachen, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und das passt halt schon irgendwie ganz gut. Oh, du bist auch ein super Ziel hier für den Bogen, weil du bist ziemlich breit. Vor der ersten Phase, bevor das hier anfängt, haben wir den schon eine mitgegeben. Ja. Verdammt. Das war ein bisschen glücklich. Da wollte ich es unbedingt wissen. Entweder mehr Schaden oder Infusion Effects are permanent. Ja, toll, jetzt kriegen wir die Chance. Oh, Ruthless auch noch. Ja. Ja, also... schwierig. Double Damage. Wir haben ja auch Refire. Bei Crit wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ich würde sagen, entweder Focus oder Ruthless. Oh Mann. Das könnte halt hier schon richtig, richtig reinhauen. Infusion Effekte sind halt schön und gut, aber ich habe jetzt schon zwei Waffen mit Elementareffekten. Deswegen, ich glaube, ich nehme das hier. So. Attack Speed erhöht. Ja, komm, schmeißen wir das mal weg. Ich hätte mir jetzt per Infusion da, glaube ich, Feuer draufhauen können. Hier Lightning hat man, gut, das wäre dann wahrscheinlich stärker geworden und Fire, aber Double Damage ist halt schon nicht so verkehrt. Vor allen Dingen, wenn wir dann mit allen dreien treffen. Gut, ja, 10 halt dann halt nur einzelne, aber trotzdem, das erhöht den Schaden doch dann ein bisschen. Oh Gott. Hier ist ja total. Da guckt ja gerade alles durcheinander. So, Random Consumable, ja, Stärke will ich nicht mehr. Er muss mir nur irgendwas zu nahe kommen. Und es löst sich in seine Atome auf. Gut, das will ich nicht. Jetzt können wir mal wieder ein paar Bomben nehmen. Bomben oder Taverne? Nee, wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug Kleingold. Eieieiei. So, das war ein bisschen blöd. Hätte ich eigentlich auch direkt umkehren müssen, eigentlich. Gold oder Int. Dex. So, Infusion oder ein Event. Wir haben jetzt ein bisschen... Infusion wären halt auch... Wäre halt... Ja... Können wir die Infusions natürlich aufsparen, dafür den Tod. Und dann alles auf einmal raushauen.
Genauso, das spare ich mir natürlich hier auch für den Tod auf. Dann haben wir hier noch Attack Speed. Ja, gut, dann schmeiße ich noch den anderen Würfel wieder raus. Je nachdem, was wir denn hier so bekommen. Mal schauen. Hallo. Cold. Nehmen wir. So. Golden Chest oder Gold? Gold. Ist halt echt schwierig, über diese Distanz zu treffen. So, hier nehmen wir dann Gold. Gold, Gold, Gold. Ja. Den hatten wir, glaube ich, auch so schnell noch nie in seinem Ei. Ah, ich liebe diesen Bogen. Ja, toll. So einen Würfel brauchen wir halt auf keinen Fall. Ich glaube, wir können das... Wir haben, glaube ich, auch noch ein oder zwei in der Hinterhand. So, Dex. Ja, Dex. Och, nö. Ich mag euch nicht. Na gut, ich habe zumindest ein bisschen Stamina. So ist es ja nicht, ne? So, ich muss als erstes hier dran glauben. Aber das ist gar nicht mal so verkehrt mit denen hier, weil dann muss ich einfach nur nah ranlaufen. Dann können wir die ganz schnell erledigen. Pias. Adrenalin. Ich könnte halt echt Adrenalin nehmen. Das wäre halt so stark. Das wird halt auch gegen den Tod funktionieren. Oder ich könnte jetzt mein Glück mit Neuwürfeln versuchen und mal schauen, was da noch so kommt. Ich glaube, ich nehme Adrenalin. Ja. Das lässt sich dann eh nicht vermeiden, wahrscheinlich irgendwie mal getroffen zu werden. So, das hatten wir jetzt alles. Dann würde ich sagen, was nehme ich? Ich nehme jetzt trotzdem mal hier die Waffe als nächstes. Ich will mal kurz noch gucken. Eine Sekunde Reload. Eine Sekunde kann halt auch schon lange sein. Da werde ich dann halt auch nur benutzen, wenn ich merke, okay, mit Lightning, mit den anderen Sachen mache ich halt nicht so viel Schaden. Schlüssel haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Blood Chest. Ja, könnte Attack Speed geben. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Blödsinn? Hilfe! So, Gold. Ja, nee. Nee, nicht so das Richtige. Movement Speed erhöhen. Ich glaube, ich schmeiß mal den Bogen raus und nehme mal das noch mit. So, Armory oder... Ich habe keinen Platz mehr für Infusions. Wir gucken mal, aber ich habe hierfür eigentlich auch keinen Platz mehr. Rapid Fireball. Okay. Das ist natürlich auch super hier mit Bleed. Ach, Mann. Ich würde das gerne nehmen. Wobei Rapid Fire sind 6 APS standardmäßig. Das ist halt schon, ne? Das wäre dann 8,1.
Aber hier hätten wir zum Beispiel Bleed. Deswegen, ich nehme mal hier Lightning und wir nehmen dich mal mit. Rein. Jetzt bitte nochmal Attack Speed. Movement Speed. Okay, Boots. Boots könnte... Ja, es könnte noch was anderes Gutes geben. Range Weapon. Nein. Nein. Jetzt nicht so der Knaller. Oh mein Gott. Uah. Bei dir ist es alles ein bisschen schwieriger. Weil an dich können wir nicht so gut ran. Aber mit Lied hat das bei dir auch nicht so gut funktioniert, was den Schaden angeht. Deswegen weiß ich nicht. Ich kann dich natürlich ein bisschen verlangsamen. Was jetzt vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre. Uah. Wow. So kann man natürlich schnellen Bossen so ein bisschen beikommen. Gut, das nehme ich dann halt aber auch nur... Wenn, ja. Wenn es irgendwo zu schnell läuft. Okay, das war schon ein bisschen blöder. Fire, oder? Ja, Movement Speed, nein. Da hätten wir nochmal Fire. Ja gut, dann... Ganz ehrlich, dann... Nehme ich das einmal... Dann machen wir das so. Ich brauche ein größeres Inventar. So. Dex. Dex ist schon mal super. Hui. Noch mehr Dex ist noch superer. Bomben haben wir genug, also gucken wir mal. So, du warst wieder, du hast irgendwas, du hast Sake verkauft, ne? Ja, ja. Okay, so. Weapon Enchantment. Ja. So, was haben wir denn jetzt? Hit X, ja, super. Ja. Ja, gut, so viel zum Thema. Crit Multiplier, ne? Was ist das? Und du warst... du willst 20 Gold, die wir nicht haben. Nein, 50 Gold, was das nach wie vor ist, keine Ahnung. Ja, Mana brauche ich auf jeden Fall. Nicht... Bloodchest oder Dex. Oh Mann. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich nehme Dex. Und hier wird es dann wieder der Oberblob. Wahrscheinlich. So, Int. Ja, toll. Dann nehme ich Seelen. Also so wenig brauche ich Int.
kann ich auch Seelen nehmen. Ich würde mal gerne probieren hier. So, da haben wir eine Ruhe. Da haben wir noch... Wir haben jetzt so viel Schlüssel, ich brauche keine Schlüssel mehr. Das ist ein bisschen schwierig hier mit dem Treffen. Aber hat doch irgendwie gefühlt mehr Schaden gemacht. Jede Menge Bomben. Blacksmith. Ja, bitte. Oh, dann kriegen wir da auch nochmal Decks. Das ist ja nett. Gut, dann nehmen wir mal... Oder halt die Truhe. Nein, ich nehm Decks. Nicht so das Wahre hier. Crit Hit Multiplier. Okay. Wir haben eine hohe Angriffsgeschwindigkeit. Einigermaßen. Wir haben so ein bisschen Crit-Chance. Also 15 sind mehr als 5. Was für eine Überraschung. Dann will ich das nehmen. Dafür haben wir, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube trotzdem nicht. Und ich befürchte, jetzt kriege ich nur noch Mumpitz. 30% Menschen. Ja, ja, Swagger hier. Garantierter kritischer Treffer ist auch Crit. So. Dann nehmen wir. Der Blob ist jetzt auch nicht so schmal. Ich frage mich nur gerade. Nein, das frage ich mich nicht so. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, und dann in. Das kommt davon, wenn ich hier durch die. Was ich sagen wollte, dass ich hier so durch die Gegend. Durch die Gegend wechsle, genau. Dass ich so die Waffen wechsle. So kann man halt auch auf Nummer sicher gehen hier mit Bleed, ne? Also immer ein bisschen anhitten und dann ausweichen. Oh Gott. Ja, so kann man es halt auch machen. Halt nur die ganzen Solars verloren. Cold. Cold, cold, cold. Ja, Cold haben wir hier, dann nehmen wir Cold da und dann nehmen wir wieder das. So. Soulheart könnte über Tod oder Leben entscheiden. Mach die Dinger wieder. Ach, verdammt, ich habe zu spät geschaltet. Das sieht schadenstechnisch nicht so gut aus bei denen. Okay. Die halten doch ein bisschen mehr aus. Verdammt. Bomben. Ich könnte das nochmal mit Lied probieren. Ja, ich mach da gefühlt, mache ich da mehr Schaden an denen. Oder ich bilde mir das ein. Die müssen halt dann auch schon sterben. Das ist halt mit dieser Waffe echt unpraktisch gegen schnelle Gegner. So, ein Shop. Wir haben 16 Gold. Wir gucken trotzdem mal im Shop. Ja, ja, nein. Also das nein. Ah, 45 Gold. Nee, die haben wir nicht. Leider haben wir die nicht. Aber wir haben das hier. Und das werde ich direkt nutzen. So, dann auf jeden Fall jetzt mal wieder ein bisschen Gold. Das
Ist mir alles egal, du musst sterben. Das kann doch nicht sein. Du musst mehr Schaden machen. Oh, mehr Leben. Mehr Leben ist mehr Leben. Oh Gott, ja. Trotzdem, dass ich da mit allen draufhalte. Dex ist mir halt, ja. Ja, toll. Nehmen wir Dex. Dann nehme ich jetzt die Brechstange hier mit dem Bogen. Stärke. Wir haben 13. Das heißt, es ist eigentlich total egal, aber ich will keine Seelen. Obwohl, ich hätte Seelen nehmen sollen. Ja. Hätte. Habe ich nicht. Was zum... Wärst du mal mit Gegner zu erledigen, statt alle nur anzuschießen? Nur mal so ein Vorschlag. Dex. Brauchen wir jetzt auch nicht. Dann gucke ich lieber, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares finden. Nein. Oh Gott. Die fliegen halt auch nicht so langsam, ne? Rose-Tief. Okay, ist das besser oder ist das schlechter? Ich habe keine Ahnung. Movement Speed ist halt... Kann mir das jetzt auch schon alles reinpfeifen? Ja. Macht das denn... Ich verstehe... Kann man denn... sind 911... Machen wir das mal so. Gold brauche ich nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich ja schon so Fire Damage. Ich glaube... Crit-Chance. Okay. Hm. Ja. Wäre jetzt nicht so verkehrt, ne? Irgendwie. Nehmen wir mal das. Und dann habe ich aber ein Herz weniger. Dann haben wir jetzt aber 25%. Oh Mann. Ja, ja. Mach du mal. Alles drauf. Es geht doch, also... Ja, jetzt kriege ich das auch halbwegs hin. Also das hat jetzt echt gut gepasst. Das hat jetzt nicht so gut gepasst, aber... Es geht doch! Yay! Ja, Random Shrine Effekt brauche ich jetzt auf jeden Fall noch. Ja, ja. Der Tod, der Tod. Nein. Aber geschafft. Also der Bogen war ist echt super. Mit noch so ein paar Infusions und Potions mit irgendwelchen anderen Schadensarten ist das Ding echt der Hammer. Und dann noch Refire-Chance. Attack Speed ist halt super.
Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.